Reichsarbeitsdienstes im Osten. Reichsarbeitsführer Konstantin Hill besichtigt eine Abteilung, die zu Arbeiten im Frontbereich eingesetzt ist. Benzinfässer werden entladen. Tapfere, in vorderster Linie vor dem Feinde bewährte Arbeitsmänner werden von Ritterkreuzträger Generalmajor Danhauser ausgezeichnet. Die jüngste deutsche Mannschaft marschiert. Der Reichsarbeitsdienst ist immer mit vorn bei der vorrückenden Truppe. Die Arbeitsmänner sind unermüdliche Helfer unserer Soldaten. Die Schlacht im großen Donbogen. Transportverbände der deutschen Luftwaffe bringen Nachschub für unsere Truppen heran, die im großen Donbogen nach Osten vorstoßen. Der Bedarf unserer Kampfverbände an Abwurf, Munition und Benzin ist gewaltig. In Tag- und Nachteinsätzen starten sie gegen die Sowjets, die westlich Kalach nach kühn geführten Angriffen gefasst und auf engem Raum zusammengedrängt sind. Klar zum Feindflug. Unter uns der Don mit seinen hügeligen Ufern. Bolschewistische Truppenansammlungen und Kolonnen, die sich auf freiem Feld gegen Fliegersicht getarnt haben, sind erkannt und werden zerschlagen. Am Fluchtweg der Sowjets brennende Gehöfte und Ortschaften. Angriff auf einen Transportzug. Stunden später. Ein Aufklärer stellt die Wirkung der deutschen Bomben fest. Ein gut gezielter Reihenwurf hat die Gleise buchstäblich weggerissen. Über den vorrückenden deutschen Kolonnen. Jedes Fahrzeug wirbelt dicke Staubwolken auf. Slowakische Verbände. In schnellem Vorrücken wird der stählerne Ring um die eingeschlossenen Bolschewisten immer enger gezogen. Nachschubkolonnen mit Waffen, Munition und Verpflegung folgen der kämpfenden Truppe dicht auf.
Panzerspähwagen stoßen zur Erkundung vor. Sturmgeschütze, Panzer und Infanterie rücken in ihre Bereitstellungsräume. Eine kleine Zerstreuung vor dem Kampf. Im Morgengrauen eröffnet die Artillerie das Feuer. Infanterie und Panzerkräfte einsatzbereit. Unsere Truppen stoßen tief in den Feind hinein. Achtung, Sowjetpanzer! In kurzem erbitterten Gefecht werden sie niedergekämpft. Immer wieder werden einzelne Feindgruppen umfasst und in konzentrischem Angriff zerschlagen. Überläufer! Ihre Zahl wächst von Stunde zu Stunde. Gefangene Bolschewisten fordern ihre Kameraden auf, sich ebenfalls zu ergeben. Das Steppengras brennt, Qualm bedeckt weithin das Schlachtfeld. Zeichen für unsere Stuka. Bomben auf feindliche Batteriestellungen. Weiter geht es. Hinten fliehende Sowjetpanzer.